Damit würde ich sagen, heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Livestream im... Das Repaint ist nicht komplett. Okay. Way verkackt. Ja, geil. Sag mal, ich sehe das mit... Leute, dann guckt halt so. Mensch, dann guck mal so. Oh, ach, ist mir jetzt egal. Oh, Livestream im Juni. Kinders, können wir das nicht einmal hier irgendwie... Kann man professionell einmal mit Profis arbeiten? Nee, darum geht's auch gar nicht. Ich weiß das nicht. Wer guckt sich das auch im Fullscreen an, ey? Widerlich. Wer guckt sich den Livestream Fullscreen an? Der Mofi hat die Moderationsabgabe gemacht. Danke, Mofi. Einer. Ist so schlimm, ist nicht. Das sieht sehr seltsam aus, wenn man nicht weiß, was du machst. Ist nur so, ne? Nur so als Info. Wenn du das in das Bild hängst, dann sieht das nicht so schlimm aus. Und so schlimm ist es nicht. Breitwehr nach Reifenberg um 6. Wann fährt denn das eigentlich mal? Das fährt da nie. Ah, 14.12 Uhr. Dann machen wir das doch. Genau, wir müssen uns ein bisschen vorbereiten hier im Stream. Mach du einfach, tu du mal hier. Ich bin ja, nicht, mach du mal. Hallöchen an alle. Josh, kannst du Minecraft spielen? Ich glaube nicht. Hier ist kein Wunschkonzert, der Stream hat einen festen Ablauf. Jawollo. Ich gucke einfach nicht in den Spiegel. Genau. Es fehlt nur eine Datei. Ist mir so egal. Ich habe jetzt die letzten, Ach nee. Guck mal, wer da ist. Unser guter alter Mann, lieber Schild. Schönen guten Abend. Guten Tag. Ja, schlimm ist erst, was man hört. Das Erste, man was hört, man hört ist, aber man hört irgendwas, ne? Das unterscheidet uns jetzt mal grundlegend von anderen Personen. Nee, aber warte mal. Ich wollte irgendwas sagen. Ich kann später Mimimin. Der Schnabi muss noch einmal zu mir, bitte. Danke. Weißt du, statt bei den Streamer zum Laufen kriegen... Wie sieht's mit your Bachelorarbeit? Stressig oder ist die... Ich könnte... Ja, hast du Bock morgen? Lieber Mofi, wie wär's mit morgen? Widget? Also ich meine, ich bin in bei den letzten... Bei dir ist stressig as fuck. Bei mir ist stressig as fuck, aber... Du weißt genau, wie ich heute früh aufgestanden bin. Das ist mir egal, du hast heute nichts geschafft. Ich hab heute was geschafft. Hab ich. Hab ich, jawohl. Sehe ich nicht. Morgen Abend? Morgen Abend. Macht er das. Luisa, natürlich habe ich einen Kanal. Josh, wie heißt denn mein Kanal? Himbeertorte 1, 2, 3. Okay, also wir fahren heute, Facelift MÜ auf Freienhausen mit einer Linienerweiterung, die ich noch nicht installiert hatte, deswegen, ja. Und ich hatte für den zweiten Teil auch die Matrix nicht installiert. Ich habe mich jetzt voll gestresst heute. Das ist absolut schlimm und kritisch. Das Grün ist irgendwie schon dekorativ, oder? Es ist immer eine andere Farbe. Wunderschön, wunderschön. Ja, das ist in der Tat. No Ad, no Product Placement. Ehekrise, ohne dass man verheiratet ist. Ja. Ist euer Internet nicht okay oder bin ich das? Ich habe manchmal Nachladeruckler. Nö, also wir verlieren keine Päckchen. Wo siehst du das? Ach da. Steht 60 FPS durchgehen. Nee, das ist ja wie viel wir aktuell... Frames 0. Das ist ja wie viel wir... Ah, ein neues Mitglied. Herzlich willkommen, wie aus Hamburg. Hallöchen. Hallo. Achso, wie aus Hamburg ist wahrscheinlich der Kanal. Ich kenne das nicht mit diesem komischen Kanal-Mitglied-Ding. Ich habe davon keine Ahnung. Keine Ahnung. Cool, dass man das macht. Jetzt habt ihr so fancy Emojis. Way, hallo. Oje. Herzlich willkommen im Club der Leute, die keine Vorteile haben, weil ich rede die Leute immer malig, wenn die das machen, gell? Macht man eigentlich nicht. Ich fahr's einfach mal los. Also, herzlich willkommen, sag auch ich nochmal. Genau. Luisa hat keinen YouTube-Kanal. Wer weiß? Wer weiß? Nächste Haltestelle, Stockholmer Straße. Nix. Ich hab, ich sag mal gar nichts, oder? Ich muss euch echt noch kaufen, wenn meine Schnabis haben. Der eine Schnabi ist ja von mir, ne? Ja, der Schnabi mit dem Dings. Ach, jetzt kommt... Ja, gut, das hat kommt... Hat deinen Kanal gekauft. Wir haben dafür anscheinend auch was eingerichtet. Das finde ich ja beruhigend. Ja? Dass ich, ja. So, jetzt muss ich aber erst... Wir müssen jetzt... Also ich zumindest für meinen Teil, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen ankommen, in den Quatschmodus wechseln und dann geht das alles heute irgendwie hoffentlich ganz gemütlich, weil, ja... Jo. Ne, war ja ein bisschen. War ein bisschen viel und knapp heute. Also, ich hab. Wann habe ich angefangen, mich an den PC zu setzen? Hallo. Ja, komm, das ist eigentlich eingeblendet. Hallo, Schnabi. Also, Schnabi ist natürlich. Also, das ist natürlich schon cool, dass da jetzt ein Schnabi ist. Guck mal, das ist Schnabi weg. Ist der Bus schon Schrott? Ja, der ist schon kaputt. Ne, der fährt doch.
Guck mal, läuft doch alles. Also fährt. Ich darf nur nicht in den Spiegel gucken. Und nein, spreche ich mich nicht drauf an, dass da Texturen auf dem Rücksitz fehlen. Ach ja. Genau, mir gehört es der Kanal. Kennen die Zuschauer eigentlich das mit dem, woher dieser Insider kommt? Mit dem hat den Kanal gekauft? Weiß man das? Ist das allgemein Common Knowledge oder weiß das keiner? Ich glaube, das weiß keiner. Außer der Murphy und der James. Okay. Könntest du das erzählen oder was? Nee. Ach, ankommen, papalapap. Du bist doch zu Hause. Da muss man nicht ankommen. Da ist man doch. Hahaha. Ja. Wenn man denn zu Hause gewesen wäre. Was ist der Plan für heute? Ankommen? ja. Hallo. Welche Hardware hast du im PC? FAQ. Josh, du weißt noch gar nicht, dass ich eine Anleitung fürs Thumbnail lesen geschrieben habe. Ja, ich habe jetzt alles noch nicht durchgelesen. Das ist, liegt ja bei euch daran, ihr habt ja auch gemerkt, ich glaube, ich habe Kommentare seit, wie lange nicht mehr beantwortet. Ich habe auch die Videos, die sind alle schon ein bisschen im Voraus aufgenommen. Heute Morgen hatte ich nur kurz eine Minute Zeit, mir die Dinge hier den Reminder kurz rauszuhauen. Zwischen Aufstehen, Duschen und Frühstücken. Aber ansonsten war das heute alles relativ Knabinski. So. So schlimm. Komm, jetzt hab dich. Du bist so eine starke, emanzipierte Frau. Der trotzdem warm ist. Okay. Zwischen Frauen ist immer kalt. Von daher, das ist ja. Passt ja, ne? Du, ich glaube, da fehlen Texturen, Josh. Ist ein Kanal. Ja. Hallo? Hallo? Ja, von Julian. Okay. Genau. Hat der Bus Mercedes Umfeld 50 Tür-Sounds? Nee, das ist anscheinend die Außenschwenk-Sounds für die. Ah, der Bus, den habe ich, glaube ich, auch schon in der Jahre nicht mehr geupdatet, falls da was kam. Du, wusstest du, dass diese. Nee, wusste ich gar nicht. Der James hat gemeint, er findet das Wetter super. Ich auch. Ich würde es auch gerne mehr draußen sein. Wir hätten heute Livestream geplant, Kinders. Schlimm. Nee, wirklich, ich würde gerne. Raus. Ich habe Montag keine Schule. Ich auch. Ich fand das vorher voll cool, als ich einkaufen gefahren mit dem Rad. Das war mega geil. Ich habe voll Bock gehabt, draußen zu sein. Ich glaube, mit der werden wir noch Spaß haben, du, oder? Ja. Ah, das wird witzig. Hab du mal so lange Haare wie ich, bitte? Ja, sage ich ja. Hab du mal was lange Haare simuliert? Ne, meine sind länger. Ich habe dir geantwortet, welche Hardware ich im PC habe. Du sollst in das FAQ schauen. Ich beantwortete. Ich finde Luisas Kanal nicht. Welche Maps und Busse heute gefahren werden, sieht man im Thumbnail. Normalerweise habe ich es in meinem Titel. Ich hatte leider keine Zeit. Danke nochmal für die frühe Uhrzeit. Ja, wir haben heute nicht so, wenn wir spät schlafen gehen und City Skylines und nee. Wird also ein bisschen schwierig. Was haben wir denn noch? Ist das linke deine Frau? Kann man so sagen, oder? Kann man? Nicht? Doch? Ja, nein, doch auch. Jetzt warte ich erstmal auf die erste Einblendung, aber ist egal. Also, hallo in die Runde von Carsten. Hallöchen, liebe Grüße zurück. Hallo. Genau, das kommt das nämlich zuerst, ne? Vielen lieben Dank. Und dann hat nochmal jemand den Kanal gekauft. Bar Philipp, hallo und herzlich willkommen hier im Club der Leute, die so fancy Emojis haben und sonst keine. Ich muss mir echt noch was überlegen. Jetzt haben wir drei von den Menschen, die vier mit Julian. Ich weiß nicht, was ich mit denen anstellen soll. Man muss denen anscheinend so fancy Vorteile offern. Ich habe aber keine. Sie haben gar keine fancy Vorteile. Doch, sie haben Schnabi-Emojis. Das ist natürlich eigentlich auch schon Vorteil genug, ne? Und die sind vor allem selber gemacht. Ne? Also, hallöchen und herzlich willkommen an alle, die hier sind. Schön warm, kann man das Setup nicht auf den Balkon nehmen, ja? Das wäre mal eine Idee. Komm, lass uns unser Setup mit auf den Balkon nehmen. Genau, es kommt hier, hat den Kanal gekauft. Ach, süß. Julian. Da mal. So, bei Muffy ist es auch warm. Ja, das glaube ich. Der ist auch gar nicht so weit weg, glaube ich. Du bist voll cool. Vielen, vielen lieben Dank. Omsi 2 ist doof. Da sehe ich anders. Ich mag Omsi. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Genau, ein Hoch auf unseren Busfahrer. Aber bitte die Rückseite der Sitze, die sind noch... Ah, nee, stopp. Da fehlt keine Textur. Wir müssen das anders sehen. Guck mal, die sind frisch gewaschen. Die sind jetzt so sauber weiß und rein... Dann müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, dass er da jetzt nichts verschmiert, ne? Das ist ganz wichtig. Der hat Türpiepsen. Tell me why I don't like Türpiepsen. Ach, jetzt weiß ich, was Thumbnail lesen bedeutet. Ah, now I know. So, Thumbnail, mal ganz kurz zur Erklärung. Das ist Englisch für Daumennagel.
ist ein kleines Vorschaubildchen des Streams. Also jedes YouTube-Video, jeder Stream hat ein Vorschaubild. Genau, das ist ein Thumbnail. Also da, wenn du auf der Startseite bist und dann da drauf, bevor du draufklickst, sieht man so eine kleine Vorschau und das ist das Thumbnail. Ich kann es nicht richtig aussprechen, deswegen ist Thumbnail wahrscheinlich so, wie ich es ausspreche, wie Pfand. Thumbnail. Genau, aber es ist ein Thumbnail mit TH. Eins. Thumbnail. Thumbnail. Muss ich hier anhalten? Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren muss. Ich fahre über irgendwo hin, ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren muss. Hallo. Muss ich hier überhaupt hin? 55. Heiligenfeld. Ja, aber hier gibt's keine 55. Dann fährst du die 35. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Neustadter Straße. Ach stimmt, das ist auch noch eine Linienerweiterung. Thumbnail. Kann mir mal jemand... Ich weiß nicht, ich muss... Das ist ja nicht so. Warum hast du die Kopfbewegung aus, Josh? Weil ich neulich Bahn gefahren bin. Kann sie einschalten. Neustadter Straße, müssen wir da hin? Haben wir einen Ohrwurm, ja. Soweit ich weiß? Nein. Ohrwurm? Noch nicht, aber ich hatte heute schon mal, glaube ich, einen. Bei mir ist es auch, beim Happert schon einen Rasen gemäht. So, guck mal, jetzt haben wir wieder. Ha, guck mal, jetzt bewegen wir uns hier wieder. Hui. Haben Sie eine der wenigen Simulatoren, die das machen? Wo ist der Baum, den ihr mitnehmen wollt? Hier. Mein Bäumchen. Lauch. Nein, Bäumchen. Weißt du, ich bin, weißt du, kennst du so, wir hatten neulich bei deiner Mutter verholzte Karotten. Ja. Wie so, ich bin so verholzter Lauch. Das ist nicht richtig ein Baum, sondern das ist einfach noch, oder waren noch Leute, die wollten mit... Ansgar lernen, bitte Straßenbahn. Ansgar? Hallo. Verwechselt dich da jemand? Ja, wahrscheinlich. Das ist übrigens nicht Ansgar, das ist ein wildes Josh. Wild? Also ein Josh. Raw. Ich bin so wild. Heißt du Ansgar? Nein, das heißt, er heißt nicht Ansgar, er heißt Josh. Aber fast, ne? Das ist ja, also. More or less. Von daher hat das ja irgendwie. Man bewegt sich ja in einem ähnlichen Genre, von daher ist es ja nicht so. Neustadter Straße. Jo, der Ansgar ist. Ach, da, hier ist Omi. Ein bisschen, minimal. Echt? Ist er bestimmt hat sie ein bisschen größer. Ich weiß, lass mich doch mal. hat es auch ein bisschen größer, ist er. Was ich von aktueller Politik halte. Warte mal. Nicht viel. Nee, das stimmt nicht. Ich bin nicht politikverdrossen. Das stimmt nicht, dass ich nicht viel von aktueller Politik halte. Ich halte natürlich nicht von. Also nicht immer überall von allem, was alle. Also. Ja. Wird schon irgendwie alles seinen Weg gehen und wir hoffen mal, dass wir nicht in. Verhältnisse des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends zurück. Da habe ich am meisten Angst. Der Rest ist mir eigentlich relativ nicht egal, aber das wird sich schon irgendwie legen, solange wir nicht, solange wir aus der Vergangenheit lernen. Warte, die wählen, ja. Exakt deswegen. Interessiert euch für Fußball? Nein, deswegen habe ich auch nicht. Also der Josh, nein, ich mich ab und an. Ja. Deswegen haben wir auch nicht mitbekommen, dass heute Abend irgendwie Champions League-Finale ist, aber. Don't care. Ich glaube, die Schnittmenge zwischen Fußballinteressierten und Ja-Ja-Zuschauern ist, weiß ich nicht, ist überschaubar. Oder? Ach süß. Ja, natürlich. Ich glaube, ich darf bei roter Ampel losfahren, oder? Sorry, ich habe dich jetzt total verwechselt. Kann ja mal passieren. Ich meine, die sehen ja... Passieren wie die Tomaten. Joa, die sehen ja gar nicht mal so... Also ich werde mich heute ein paar Mal verfahren, weil wir keine Hilfspfeile haben. Ich hätte die dynamischen Hilfspfeile anmachen sollen. Leute, man sagt nicht, was man gewählt hat. Habe ich auch nicht. Aber CDU war es nicht. Hallo. Ich habe auch nicht gesagt, was ich... Habe ich gesagt? Habe ich? Nee. Nein. Man darf sagen, was man gewählt hat. Man darf auch. Man darf auch sagen, was man nicht gewählt hat. Wie sie andere Leute gemacht haben. Ich hole mir jetzt einen Hashtag Aufschrei. Boah. Also nachher so ein Ristretto und so ein Joghurt-Eis. Ich hoffe, mir geht es überall weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus auf der Karte. Oh, sieht hier... Man sieht ja, dass hier... Was? Wohin wollen die? Ach, die wollen auf meine Spur da vorne. Nee, ich bin Erster. Muhaha. Kennst du den Ansgar von Nordrhein-Westfalen? Das ist korrekt, ja. Ich habe die Linke gewählt. Wo ist das Problem? Eben. Ja, aber es ist so ne Wahlgeheimnis und so. Nee, stopp. Wahlgeheimnis bedeutet, dass du selber gegenüber keinem verpflichtet bist, das mitzuteilen. Richtig. Wie in Diktaturen wo oder in anderen, ne, wo du halt gezwungen bist, das zu machen und Auskunft darüber zu geben, aber du darfst
sagen, was wie, ne? Ist ähnlich wie Briefgeheimnis. Keiner darf erfahren, was in deinen Briefen steht, es sei denn, du erzählst es allen, dann... Interessiert ihr euch für irgendeinen Sport? Nein. Ich finde Fußball ganz interessant, aber halt auf Länderebene, also so Profispiele. Genau, was noch? Krämerbad, wahrscheinlich links, oder? Aber ich bin mir nicht sicher. Was noch? Mir fällt gerade spontan nichts ein. Ich hole mir mal einen Netzplanger her. Wie alt seid ihr? 22. Ich brauche mal ganz kurz ein Liniennetzplan. Ah. Ich kenne mich nämlich absolut nicht aus und wir haben keine Hilfsfalle. Das wusste ich leider nicht. Der James hilft dir schon wieder. Warum? Inwiefern? Ja, das mit dem Briefgeheimnis. Mimi. Ja. Oh, guck mal, cooles Beispiel. Ist ein gutes Beispiel. Kannst du mal ein Video mit Nordrhein-TV Play zusammen machen? Guck mal, da gibt es, glaube ich, was. So, wir fahren von nach wohin? Über Krämerbad. Was kommt denn danach? Das ist ein bisschen groß, ne? Ich brauche unser Gesicht ja nicht sehen. Wobei, das ist ganz gut als Kontrolle, damit man weiß, wo man... Und das ist eigentlich auch wichtig. Nee. So. Bei uns ist letztens die Kühlflüssigkeit im Bus ausgelaufen, bis so. Unser Bus so krass gequalmt hat, dass der Busfahrer anhalten darf. Und danach... Krämerbad N1. Ah, geradeaus. Okay, und dann Westring. Okay. Westring, fangen Domshof. Interessant. WTF. Keine Ahnung, wo wir sind. Naja, schaffst du diesen Monat die 20.000? Ist mir relativ egal. Nö, weiß ich nicht. Ich stecke mir da keine Ziele und das ist auch nichts, was man da selber erreicht. Es sind keine Ziele, die man selber erreicht. Don't know. Ich weiß eh nicht, wie viele Abonnenten ich gerade habe. Kann mir das mal jemand sagen? Also wirklich, keine Ahnung. Ich habe irgendwas, das letzte Mal, wo ich geschaut habe, war es irgendwas mit 18 davor. Ich glaube, das ist... immer noch so irgendwo. Es war ja noch Fahrschein. Achso, seid ihr verheiratet? Nicht, dass ich wüsste, oder? Wie ist er so? Nö. Nee, das stimmt bestimmt nicht. Ich kann nicht mehr rechnen. So. Ich gönne es dir ja. YouTube seit 18.504 Jahren. Dann wird das wohl so sein. Plus, minus ein bisschen. Okay, ja, danke für die. Weißt du, vorher, was spielen wir denn zuerst? Was steht zuerst auf dem Thumbnail? Niemand antwortet. Wie viele Abonnenten habe ich? So, maschinengewehrmäßig. Nein, ich meinte, ob du vielleicht nochmal ein OMSI-Video mit Nordrhein-TV-Play zusammen. Das Problem an der ganzen Sache ist, haben wir aktuell ist, nicht gute, geplant. Also, dass sowohl Josh als auch der gute Ansgar ziemlich busy sind. Ja, voll busy. Wo bist du nur nicht busy? Ich bin immer busy. Wer ist die ganze Zeit auf Arbeit? Und in der Uni? Niemand. Da ist niemand. Was hat da gerade geklackt? Wo bin ich jetzt hin? Ich bin zum Westring. Guck mal, ob du Westring findest. Das müsste in der Nähe vom Krämerbad sein. Ja. Wahrscheinlich nicht alle Haltestellen angezeigt. Hallo. Joni. Ich weiß doch gar nicht, wo ich losgefahren bin. Also, ich bin ein Profi. Gut, Ian sagt keine Ordnung, ne? Was fahrt ihr für einen Bus? Das ist ein Citaro Facelift MÜ. Aber es ist nicht LeMÜ. Das ist ein bisschen schade. Boah, voll der Battlemarkt. Ja, den sehe ich. So, Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne? Ja. N1 to Neuendorf. Labs. Ich kann heute nicht klicken. Wetten, er verfährt sich. Battlemarkt. Boah, lass mal ein Battlemarkt machen. Weißt du, da hast du zwei Läden nebeneinander. Gäbe es Auto. Und die machen dann so Konkurrenz und so, ne? Dann ist voll das Battle. Machst du Battlemarkt, ey. Nicht? Ich glaube, die Idee kommt nicht gut an. Welche OMSI-Addons könnt ihr mir wärmstens empfehlen? Nines, finde ich gut. Nee, sorry, mal konstruktiv. Das finde ich gut. Ich finde Hamburg gut. Bremen, wenn du einen guten PC hast. Auch wegen dem Bus. Genau, also die Darius Add-ons für die Karte. Weniger für die Busse. Hallo. Hallo. Aber genau, Darius Karten Add-ons finde ich gut. So, kann man prinzipiell sagen. Ansonsten, ihr habt den Chat auch mal so ein bisschen. Ich bin gerade absolut geistig. Keinerlei. Wie fährst du wieder, um deinen Kollegen abzulösen? Ich weiß es nicht. Mit dem zweiten Teil, würde ich einfach gesagt. Der Herr, ne? Hier neben mir weiß Bescheid. Nee, weiß er leider nicht. Danke. Guten Abend. Guten Tag.
Ich finde Hamburg auch. Ja, Hamburg ist auch cool. Also generell so Darius Karten-Add-ons sind gut. Der ich habe ein bisschen paar vergessen. Dann Chris Lees Fahrzeug-Add-ons finde ich gut. Also gut, wenn du die Frage stellst, da weiß wahrscheinlich keiner, was bei Darius Karten-Add-ons gemeint ist. Hamburg, Tag und Nacht, Hamburg Hafen City. Dann Fahrzeug-Add-ons. Finde ich zum Beispiel O305 eine coole Grundlage, weil du dann die zum Beispiel den O507 oder sowas fahren kannst, für was du halt eben das O305-Add-on brauchst. Dann war ich auch gerne. Mein Stadtbusfamilie ist auch cool. Ja. Ach, guck mal, ja, genau, der O305 für Frühjahrbusse. Guck mal, James, es ist schlimm. Ab dem nächsten Schuljahr lerne ich Französisch. Leider. Ja, super, ne? So, was ist. Euer Lara. Hallo. 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 Achso, ihr müsst ja kurz sagen, falls immer unsere Lautstärke schlecht ausgepegelt ist, dann. Ich habe davon heute noch nichts. Was hab hältst du nicht von drüber nachgedacht. In Ordnung. Ist in Ordnung. Boah. Würde ich jetzt aber preisleistung, also weiß nicht, wenn du viele ja. Ich persönlich mag, mein Stil ist so persönlich, habe ich auch letztes Mal schon, glaube ich, im letzten Stream ein bisschen erwähnt, sind so stark reale Map-Add-ons. Und da ist halt Hamburg ganz weit vorne, so vom Dings her. Finde ich, weil halt da wirklich so gut wie jeder Kram halt irgendwie für Hamburg neu gebaut ist. Finde ich ganz cool. Oh, jetzt geht's aber. Freeware natürlich doppel. Ja, super. Super Add-on. Ich muss ganz kurz mal fahren. Du kannst mal ein bisschen, da geht gerade ein bisschen Schlag auf Schlag, du. Hallo, ja, toll, dass du heute streamst. Sitzt ihr den ganzen Tag im Rolli. Freue mich auf jeden Stream von dir. Ja, das finde ich immer cool, wenn Leute irgendwie. Das kann ich mal so machen, guck mal. Ja. Das kann ich mal so machen. Ach ja, das war so lustig in den Cities-Folgen. Oh, na, Hallöchen! Und dann macht er immer so richtig gegen die Bitch. Der so hat passend gezahlt. So, warte mal, ich will ein guter Mensch sein, der Kommentare liest. Ich habe jetzt schon 3 Jahre Spanisch in der Schule. Ich kann euch sagen, ich hatte es auch ein paar Jährchen lang und ich habe es wieder vergessen. Uns fährt ein LEMÜ-3-Türer, okay. LEMÜ. Aber ist das nicht jetzt schwierig mit der dritten Tür? Kannst du mir sagen, wie der Morphe V5-Bus heißt in OMSI? Der ist unter Mercedes-Benz, glaube ich. Man kann sich die Punkt-Bus, guck ich mal die Punkt-Bus-Datei, dann öffnet die mit dem Editor, dann steht das drin, wir müssen zum Hauptbahnhof. Das heißt, das wäre da links. Glaube ich. Hauptbahnhof ist hier? Ich glaube, hier ist der Hauptbahnhof. Ich kenne mich da leider nicht aus. So ist es, wenn du Linien hast, die du nicht kennst und Karten, die du nicht kennst. So, Aachen ist auch noch hoch. Genau, allerdings muss da der PC ein bisschen, sagen wir mal, anspruchsvollere Hardware bieten. Montag Arbeit, RIP, ja, same hier. Genau, einmal Chatbus-Familie, Dobel ist ein Bus auf jeden Fall. Das ist ein Citaro Facelift MÜ. Nee. Ja, schau mal, habe ich schon beide Bremen auch. Ich habe absolut keinen Überblick mehr über Add-ons. Heute das Freeware 9106 französische Karten-Add-on. Das finde ich zum Beispiel cool. Da fahre ich gerne drauf. Ist nicht jedermanns Geschmack, ist auch nicht an jeder Stelle schön ausgestaltet, aber hat echt schöne Ecken. Meine Was Meinung. Was ist das für ein Bus? Das hatte ich gerade so im Nebensatz erwähnt. Facelift MÜ. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe gerade noch so Information Overload. Das wird hoffentlich gleich ein bisschen besser. Overload. Mit ein bisschen Wasser. Yeah. Guten Tag, kommt alle mal rein hier. Upsala, in die gute Stube, wird dann auch gleich schön warm hier, ne? Ich fächel dir mal ein bisschen Luft zu. So. Genau, Urbino Stadtbesorger, wenn man zu Solaris hat, genau. Ist auch ein, finde ich, sehr schön gemachtes Fahrzeug-Add-on. Der liebe James hat übrigens auch ziemlich Erfahrung mit Luft zu fächeln von Dingen, gell, lieber James? Echt? Ja, mit Lüftern und so hat er ganz viel Erfahrung. Ach, jetzt immer weniger Fächern und mehr. So, wo müssen wir denn jetzt hier halten? Ich habe keine Ahnung. Hauptbahnhof 1525, das ist auch hier, ne? Nee. Und der Josh freut sich stets über neue Icarus-Add-ons. Ja, ich mag die wirklich. Also, ich mag die tatsächlich. Ich habe mir das letzte auch tatsächlich selbst gekauft, was selten vorkommt bei Add-ons. Aber tatsächlich, ich habe mir überlegt, Wochenende. Nee, hab trotzdem Bock drauf. Ich hatte da wirklich Bock drauf. So. Ich mag Morphe die Icarus-Add-ons. Morphe hat sich mit dem Eis an den Schreibtisch gesetzt. Jetzt hat er Eis.
Und wir nicht. Ich mach Männer. Jetzt weiß ich, wie das ist, wenn der Mofi dauernd Schnabi sieht und selber keins haben kann. Boah, ich muss auf jeden Fall nachher Joghurt-Eis und ein Ristretto, wenn du fährst. Danke, dass ich auch was kriege. Ja, ich kann dich ja immer füttern dann. Luisa, ich mache auch Spanisch, aber erst seit 2,5 Jahren. Wie findest du die Sprache an? Die Sprache an sich ist voll schön und ich finde es traurig, dass ich es nicht mehr kann. Ich verstehe tatsächlich noch richtig viel, aber sprechen kann ich gar nichts mehr. Mir hat die Sprache aber ziemlich gefallen. Das heißt, ich würde es sehr gerne nochmal lernen. Auch Latein würde ich gerne nochmal lernen. Oh ja. Weißt du zufällig, wann es eine Weg um Crossway oder Urbanway gibt? Nein, keine Ahnung. Weißt du, so gibt es so alte Irisbus Carosa Dings Mischmaschteile. Ist schon ein bisschen anderes Fahrzeug, klar. Aber ne, wüsste ich nicht und ich mag die auch in der Realität nicht. James und Lüfter ergibt Aua. Ja. Die Frage ist, welches Rechenzeichen man als Verknüpfung nimmt. Hm. Keine Ahnung. Wobei, das Logische unreicht eigentlich schon, wenn man sieht, dass... Hey, schmerzt so einer hin. Ich hab euch auch lieb, so macht man sich bei Menschen unbeliebt. Nein, Mofi, aber jetzt wissen wir, wie du dich fühlst, weißt du? Also, Fahrschein. Ich bin ja ein bisschen beschäftigt. So, aber mal. Hallöchen an all die jetzt Leute. Boah, ich weiß, ich hab heute voll das. Genau. Hallöchen. Ich hab übrigens Iveco Cross Elevate von Aniot gebaut. Gut zu wissen, wusste ich nicht. Was wollte ich gerade erzählen? Ich habe gerade so das Gefühl, dass ich so ein bisschen so im Einkernbetrieb laufe. Weißt du, nicht so Multithreading, sondern so genau Einkern irgendwie. So, wo muss ich jetzt lang? Guckst du regelmäßig extra dran? Nein, ich gucke nur ab und an mal realer Irrsinn, falls es die Dinger gibt. Das ist so das, was ich gucke. So. Wir haben ja auch keinen Fernseher, ne? Nächster Halt ist Rheinstraße. Das ist aber echt hier lang. Geht das auf da, welches geht das Depot, kommen der ne? Add-on freust du dich denn? Kommen so viele Add-ons? Wüsste ich jetzt nicht. Achso, ja, ich bin gerade echt ein bisschen so geistig, jetzt nicht zurückgeblieben, aber ein bisschen langsam. Welche Add-ons kommen denn in nächster Zeit? Weiß ich nicht. Nee, deswegen kann ich... Ich habe zu viel Pizza gegessen vorher. Ja, das macht's ein bisschen satt. Ich brauche nachher auf jeden Fall meinen Kaffee. Ich versuche übrigens wesentlich weniger Kaffee zu trinken als sonst. Was, ich kann die Sprache auch nicht so gut sprechen, weil ich immer erst 5 Minuten für einen Satz... Das habe ich aber damals auch. Und wenn man dann mal in Spanien war, dann ist das Ganze viel entspannter. So richtig, richtig cool. Das stimmt. Gersh, wir haben ja wegen meinem noch überlastig überwachen gerätselt, dass ich am Donnerstag in eine ganze Ausgabe kam. Ja, Tatsache. Habe ich gestern Abend Luisa auch noch gesagt, wollten wir uns noch angucken, aber wir hatten das leider nicht, was man in der Physik gerne mit T abkürzt. Dafür ist mein Kopf noch gereicht. Wir hatten nicht so viele von der physikalischen Größe, welche man mit T abkürzt. Wahrheit. Zeit. Ach so. T. Zeit in der Physik. Sorry, das ist jetzt... Weißt du, für so einen Scheiß reicht's da noch, ne? Schlimm, 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 schlimm. Stimmt, Köln ist angekündigt, ja. Ich weiß nicht, London fand ich am Anfang, konnte ich gar nichts abgewöhnen. Ach, guck mal, jetzt haben wir da das coole Baumdings. Konnte ich am Anfang gar nichts abgewinnen. Das muss ich allerdings mit der Zeit sagen, dass es sich tatsächlich macht. Also, es macht sich. Dauert zwar auch irgendwie, glaube ich, 3 Jahre länger als angekündigt. Das sollte schon vor ein paar Jahren rausgekommen sein. Aber finde ich nicht schlecht. Also ich kenne James Chakotay da schon über 1280 Folgen. Ha, Mofi. Du mit dem James zusammen. Fehlt nur noch der Julian. Wisst ihr, was das Problem ist? Er hat mir... auch auf James Kommentar aus hin. Wir haben mal überlegt, was man denn zur Folge 800 macht. Problem ist, dass die Folge 800 sehr wahrscheinlich in einen Zeitraum fällt, in dem wir nicht da sind. Und sowas mega mordsmäßiges vorzuproduzieren ist natürlich, sagen wir mal, schwierig. No. Also ich fand die Idee, die ich da, glaube ich, entwickelt habe, die ist gut, aber die Frage ist, ob ich... das wäre ein ganzer Arbeitstag, ne? Man könnte mal um 8 Stunden, ist doch halt mal irgendwie, aber... Ja. Wenn ich mit meiner Bachelorarbeit fertig bin, dann nimmst du die Folge einfach auf. Ja. 8 Stunden labern, ja geil. Nein. Was der neue Line City kommt auch noch, das ist cool, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber ich weiß gerade generell nicht so viel. Im Stream sind die Wünsche leider abgefrühstückt. Die sind fertig. Ein Special kann man nachliefern. Wie das geht, hat Gronkh doch gezeigt. Ja. Habe ich in meiner ersten 100er-Reihe tatsächlich auch schon. Hatte ich da auch schon.
Josh, was sagst du dazu, dass Bad Hügelsdorf Payware wird? Ich habe immer gedacht, das ist bisher nur ein Gerücht, weil man nur einen Bus in einem Repaint gesehen hat, was so aussah. Stand das irgendwo, dass das wirklich Payware wird, oder war das nur so ein, ich schließe darauf, weil dieser Bus zu sehen ist? Oder I don't know. War mal so in die Runde gefragt, deswegen. Der James meint, es ist ein Gerücht. Genau, sage ich nämlich auch. Das ist, ich habe das nämlich, ich habe den Teaser gesehen. Wenn du wollten wir doch erstmal Landwirtschaftssonate und Sea of Thieves aufnehmen. Das kann man danach alles machen. Daumen hoch finde ich auch. Kann man danach alles machen. Und zwischendurch, Mofi, da schieben wir mal so eine 8-Stunden-Schicht mit Special aufnehmen ein. Da assistierst du mir einfach und dann bin ich nicht alleine. Ja. Machen wir ein 800-Omsi-Folgen-Special ohne Josh. Also es kommt noch ein Urbino 3. Okay. Und man sieht den neuen Zoo im Hintergrund. Okay. Was sieht man im Hintergrund? Von dem Teaser, denke ich mal, dass es darum geht, dass man das irgendwo sieht. Okay. Ein Kumpel und ich bauen die Strecke von Berchtesgaden Richtung Salzburg mit irgendeinen Ansagen. Mega cool. Das ist immer eine schicke Sache. Naja, Mofi, wenn ich mit dir Sea of Thieves und Landwirtschaftssimulator aufnehme, dann kann man ja mal geschwind so sagen, hajo, jetzt machen wir mal kurz Pause und dann nehmen wir mal geschwind ein Omsi-Special auf. Ich hab gedacht, der wollte das nur spielen. Sea of Thieves und so. Stimmt, wir wollten das nur spielen. Weil ich muss sagen, ich spiele ja auch sehr gerne offscreen, ich komme auch nie offscreen dazu, ne? Ja, steht einfach schon mal auf der Straße, und ne? Sea of Thieves muss ich ja erstmal gucken, ob ich das überhaupt, ja, das läuft schon die Demo-Version und dann gucken, ja, das läuft auf dem Rechner, der ist relativ ja, aktuell. Ja, und da muss man die erstmal kaufen danach. Mein Rechner auf Arbeit ist auch nicht größer. Ne? Da muss ich wieder ein paar Überstunden machen, dann kannst du dir Sea of Thieves kaufen. Du hast schon genug Überstunden gemacht. Ich verdiene jetzt auch ein bisschen Geld. Ja. Hi, als meine Hallo. Sekretärin gut natürlich, selber. Oder? Ja, oder? Ne? Ja. Ja gut, unser 800-Special kriegen wir einfach über die Lastig-Überwachen-Echse hochgeladen. Ja, genau, da kann der Mofi bestimmt auch... Sorry, ich hab was verwechselt, es tut mir leid, Mofi, es tut mir wirklich leid. Da kann man bestimmt auch remote von Mofis Rechner über meinen Rechner irgendwas hochladen. Ach komm, das kann ich fahren. Ganz bestimmt. Ich wollte nur die Kreuzung frei halten, falls sich jemand beschweren möchte. Auf, blinkt so ein Bluescreen, dann weißt du, der Mofi war was kann denn der, was kann denn der Bluescreen dafür? Der baut Karten. Sorry. Baut er noch? Ich glaube nicht mehr. Diese baut ja auch keine Karten mehr. Also hier ist ein bisschen zäh fließender Verkehr. So statt einwärts wäre es ein bisschen... Ich bin mal kurz. Ich kann leider das Mikrofon nicht abstellen. Also ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich kann einfach mal ein bisschen was reden. Also dann fällt das keinem auf. So, Gesundheit. Danke. Düsseldorf kommt auch noch vor Omsi... Wisst ihr, wie lange die BSAG ihr O5-Bus hatte? Nein. Was ich aber nochmal machen wollte, ist, in Karlsruhe fährt anscheinend ein MAN, ich weiß nicht, wie diese Generation heißt, die aus, also diese zweite Generation, die in dem in dem MAN Stadtbus Familie Add-on das drin ist. Reinhausen. Und der fährt, den habe ich in Karlsruhe neulich rumfahren sehen und vielleicht wollte ich den mal irgendwie, ob ich den mal irgendwie snacke und da mal. Ich bin noch nie mit so einem Bus gefahren. Ich wollte das mal machen. Mal gucken, ob ich wollte auch schon mal mit einem Schiff fahren. Das haben wir noch nicht gesehen. Ich war mal so Fachhochschule. Was ist nach Fachhochschule? Hände reib und Echse auf dem Desktop aufmachen. Albert Einstein, das ist eigentlich rechts rum, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Du weißt nicht, über was wir hier reden. Oder? Ich weiß nicht, ob er es nicht weiß. Kann auch sein, dass der alte Mann das weiß. Ich glaube, das weiß er, wenn er Streams macht. Warte mal, haben wir das im Streamer gehabt oder war das private Abredung? Ich glaube, das mit der Echse, das hatten wir im Stream erzählt. So, ich mache das mal wieder ein bisschen größer. Karlsruhe bekommt bald eine neue Bus- bzw. Straßenbahnfahrt. Also, was ist immer gut, dann fallen nicht so viele Fahrten aus. Und dann können sie den AfD-Money mal abschaffen. Ihr habt doch alle Ahnung von Zügen und so. Mofi, das ist bestimmt Ahnung. Zwischen Karlsruhe und Pforzheim gibt es da ein neues Linienkonzept. Wir fahren jetzt ja halbstündlich Interregio Express von Abellio oder auch alle anderen, falls es irgendjemand weiß. Da, genau, fährt alle halbe Stunde der Interregio Express
Allerdings in der, also alle 2 Stunden kommt ja der Intercity nach Nürnberg. Da fährt kein Interregio-Express. Sind diese Intercity-Züge wie in anderen Bereichen auch für den Regionalverkehr freigegeben, weil er in dieser halben Stunde der Interregio entfällt? Oder kann man den nicht mit der Regionalverkehrsfahrkarte nutzen? Nur so mal, sonst muss ich irgendwo anrufen. Von GoAhead, ja, von irgendjemandem halt wird das übernommen. Wollte nur mal, vielleicht weiß das ja irgendjemand. Genau, da Leute verbessern mich ja auch schon, deswegen wissen sie ja bestimmt. Weil ich habe da im Internet bisher noch nichts darüber gefunden. Ich habe ein bisschen gegoogelt, habe aber nichts gefunden. Deswegen, falls das jemand weiß, ich missbrauche meine Zuschauer schon wieder als... Ach, was trinken ist so toll. Ja, trinken ist super. Ich habe doch keinen Plan von Zügen, muss den anderen fragen. Der ist nicht hier. Gut, dann frage ich den mal. Ja, ich frage einfach mal. Hätte sein können, dass irgendwer zufällig hier sitzt und was Bescheid weiß. Bloß weil er Moritz heißt, ja? Ja. Ja. So, hier ist... Ah, will man aussteigen. Nein. Ich habe nur gedacht, weil das da die Relation ist. Das, weil das der Mofi ist. Der Mofi weiß immer. Ja, weil das die Relation ist, die zwischen dem Mofi und uns steckt. Ist das Informatikstudium schwierig? Ich finde, an der FH ist das machbar. Ich kann nebenher arbeiten. Ja, und nebenher YouTube machen. Aber es ist halt schon Arbeit. Also theoretisch. Man kann so zusammenfassen wie alle halbe Jahres Abi irgendwie. Ne? Du musst alle halbe Jahre so... Wir wissen schon, dass IC nicht zum Regionalverkehr gehört. Ja. Das ist uns klar, aber... Genau, das ist eine andere. Aber genau. Es gibt da viele, zum Beispiel Stuttgart-Singen oder sowas. Gibt es einige... Muss ich jetzt hier lang, ne? Gibt es einige Intercity-Linien, die für den, also die für die Benutzung mit Regionalfahrkarten freigegeben sind, weil dadurch eben... Dings sie es nutzen, weil das sah mich auch so aus, wenn halt in der halben Stunde kein anderer kommt auf der Relation und dann quasi eine Stundenlücke da ist, wenn der fährt direkt in diese Lücke rein und dann ist halt irgendwie prädestiniert dafür, aber ja, wenn ich muss nämlich da halt nochmal irgendwie, ich bin noch richtig, Nordbahnhof. Hallöchen. Ist hier Nordbahnhof oder bin ich falsch gefahren? Genau. Der IC2 darf teilweise mit Genau, und der wird nämlich mit IC2-Zügen befahren. Deswegen ist nämlich genau der Grund, warum... Da steht, ich kenne nur IC und IRE fahren zwischen Karlsruhe und Stuttgart im 2-stündigen Wechsel. Genau, jetzt ist das allerdings... IC mit gleichem Fahrtweg und halte wie Interregio außer Karlsruhe-Burda. Genau, jetzt haben sie allerdings zum Fahrplanwechsel nämlich nächste Woche, jetzt nicht dieses Wochenende, sondern die Woche drauf. Da wird einiges umgestellt, hat andere Betreiber, Hallo. Da fährt die DB nicht mehr und sowas. Hallo. Der Mofi. At James Jacoti. Aber du bist doch auch ein alter, weiser Mann, zumindest bei Luisa. Oder der andere alte Mann, der hat doch auch Ahnung von vielen Sachen. Bin ich ein weiser Mann? Nein, bin ich nicht. Nee, du bist dumm. Sorry. Hörst du auf? Mofi, guck ihn bitte böse an. Und James, der muss wieder was in Sparschwein reinstecken. Oh, aber hallo. Inkrementiere er den Counter. Darf ich deine Karte modifizieren? Ja, meine Karte darf man modifizieren. Ich weiß gar nicht, was er zugeschrieben hat, ob man das veröffentlichen darf oder nicht. Ich wüsste nicht, was man an einer so perfekten Karte... Natürlich noch... Nee, Quatsch. Ich weiß nicht, veröffentlichen würde ich immer noch bedrucken. Bisher hat doch keiner irgendwie Mods angefragt, aber... Da gibt's was, das nennt sich... sowieso. Das nennt sich Zug 2013. Genau. Interregio Doku. I have seen it. Ja, da hat man das gesagt, wie das ist. Paul-Posch-Straße. Wo? Ja, aber das ist jetzt ein neues Konzept. Da war das Video nicht draußen. Er ist gar nicht so alt, aber er führt sich immer auf, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wie ein alter, gebrechlicher Mann. Da genauso wie zu, ich dann da immer ist müde zu. Bin. Das muss ich wieder zurückfahren. Bist du, ja gut, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Der James ist alt und ich bin klein und müde. Das ist ganz normal. Gell? Ich habe schon wieder was falsch gemacht? Nein, das war ein... Ich will nicht, dass du dich so auf klein... Weil ich Wir haben heute so. Festgestellt, dass der Josh sich an einem Regal, wo ich bequem drunter durchpasse, richtig fett die Schläfe gestoßen hat. Also weil ja, ich bin klein. Der Kleiderschrank leider sehr klein ist. Ich auch. Ist okay. Puh, ich hab mich vertippt.
So, oh, ich kann schon gar nicht mehr rausgeben. Das Kassieren fehlt mir. München-Nürnberg-Express fahren oder fuhren Intercity in genau. Verkehrsnot lackiert. Exakt, das waren, genau, das waren, genau, das war allerdings halt ein Regionalzug. Also der Zug fuhr, mein, genau, es kommt ja darauf an, was, also als was der Zug fährt. Nicht welche Wagen dort eingesetzt werden, sondern als was das fährt, als was das zählt. Und dieser München-Nürnberg-Express, das ist halt ein Regionalverkehrszug, der mit Fernverkehrswagen fährt, mit ehemaligen Fernverkehrswagen. Deswegen ist es klar, dass man das darf. Deswegen ist das ein bisschen, ja, deswegen, genau. Die IC2 sollen tatsächlich so ein bisschen, habe ich auch mitbekommen, so eine Mischung zwischen dem alten Intercity und, also halt einfach dieses bisschen längere Strecken, aber er hat diesen, was heißt für Interregio war, genau. Hast du den Busbetriebssimulator für OMSI nicht? Doch, aber ich benutze ihn nicht, weil ich darin keinen nennenswerten Vorteil sehe. Ach so, für so eine Karte, ja, aber dafür bräuchtest du, glaube ich, brauchen wir nicht diese Hallo. Komischen Infoteile Hallo. Oder holt Hallo. Das sich das die Station? Da gibt es einen Teil namens IC2, der neue Interregio. Genau, ja, ja. Ihr geht unter Regalen durch? Hä? Ja, wir da haben heute ziemlich ein viel Schreibtisch ziemlich viel. Und wir haben den Schreibtisch etwas modifiziert. Gibt es Repaints für den O405 von der BSAG? Bestimmt, es gibt für ganz viele Sachen Repaints. Vor allem mal, welchen O405 du meinst. Es gibt ja verschiedene. Wie findest du das mit dem Mini-DLC für Wuppertal? Ja, also würde ich. Werde ich auf jeden Fall vorstellen. Ich finde es prinzipiell eine okay Sache zu sagen, ich veröffentliche eine einzelne Linie für ein paar Euro. Das finde ich eigentlich prinzipiell mal keine so eine schlechte Sache. Wie die Qualität dadurch ist, das muss man dann halt wir fahren gerade Rheinhausen. Aber prinzipiell ist das, finde ich, von der, dass man sich dann aufregt, wie früher waren Updates noch kostenlos. Nö, das ist neuer Content. Das finde ich okay, dass man das nur mal gucken, wie es halt aussieht. Ne? Für den GN2. Könnte schwierig werden für Julians Busse. Das ist ein toller DLC. Das Ding hat nicht mal einen Fahrplan. Und das ist natürlich, das habe ich nicht gewusst. Warum hat das keinen Fahrplan? Also ein Fahrplan ist ja wirklich nicht schwierig. Es ist im Wuppertal. Da hat eine andere Version auch einen Fahrplan. Also wie ich denke mal, dass es da für den wenig Repaints gibt. Ah, da reife ich mal auf das Eis. Ich muss ein bisschen Wasser trinken, sonst dehydriere ich. Dehydrieren. Schlupp, schlupp, schlupp. Danke für die Antwort. Der Fahrplan kommt noch, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also, dass das es ohne ist, Fahrplan gibt. Die laufen jetzt aber nicht so über die Straße. Okay. Nee, die laufen zu mir. Stähle. Magdeburger Ring. Bad Kindsauer Straße kommt dann dazu. Echt? Ja. So, kommt zum mal, kommt zum mal nahe hier. Kommen wir rein, können wir rausgucken. So, ich muss wahrscheinlich jetzt geradeaus, ne? Das ist jetzt, jetzt James, ich diesmal positiv. Aus. Kein Fahrplan, keine Verspätung. Ja, guck mal da hoch. Da. Da. Verspätung. Ja, aber dann veröffentlicht man es doch noch nicht, wenn man noch keinen Fahrplan hat. Das ja. ist idiotisch. Ach, das kann man schon fahren. Scheinbar schon. Aber das mit dem Mini-DSC soll ja was kosten. Ja, genau. Wenn man keinen Fahrplan hat, dann ist das schon ein bisschen dämlich. Boah, wir haben jetzt einen Companion Cube. Den haben wir schon lang. James kennt ihn. Ja, aber wir haben den Companion Cube jetzt in Benutzung. Das heißt, er ist jetzt ein richtiger Companion Cube. Das ist richtig. Ja. 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 Nee. Der James weiß noch, wo wir den geholt haben. Ja. Ach ja. So. So, schön hier. Ich habe sorry. Gestern in Bremen einen alten Neoplan gesehen. Cool, ich habe gestern nichts gesehen. Ich war gestern im Wald, da habe ich einen Reh gesehen. Nein, habe ich nicht. Wir haben letztens einen Igel gesehen. Ja. Und einen Hasen. Aber Igel sind toll. Ich mag Igel. Igel sind so süß. Ja. Klick-Klack. Guck mal, es hat Klick-Klack gemacht, wie die rauschende Mühle. Nee, die, wie heißt das? Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, genau. Klipp-Klapp. Da, 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 da. Das hat er einen Ohrwurm von, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Josh hat den Fahrplan verspeist, grinst. Josh, du hast den Fahrplan gegessen. Klipp-Klapp. Weiß ich, ich hab Hunger auf Kaffee.
Ein Fahrplan ist nur da, um zu wissen, wann kein Bus oder keine Bahn kommt, nämlich zu der Zeit wie angegeben. Hieß es nicht mal unverbindliche Abfahrtsempfehlung mit Gleisvorschlag? Fahrplan bei der Deutschen Bahn. Wenn du dir das dann kaufst, bekommst du den Fahrplan und zwei Kacheln an der Start- und Endhaltestelle. Der Rest ist schon bei der normalen Map dabei, bei den Mini-DLC. Konnte man das nicht irgendwie, kann man das nicht, kann man, warum kann man das nicht? Haben die das jetzt nicht in einen extra Branch gepackt? Haben die das jetzt wirklich auf diesen Main-Branch von der Wuppertal-Karte gepackt? Wirklich? Man kann das doch branchen, so als Steam kann man... Man kann das branchen? Josh, ich hatte die Feststellung meines Lebens am Freitag bezüglich schwarzer Texturen. Es liegt nicht am Texturspeicher. Echt? Okay. Das war so meine... Dann liegt's am Lüfter. Das glaube ich auch. Nee, es war so eigentlich mein letzter Wissenspunkt, dass es daran liegt, aber ich habe mich... Es liegt bestimmt wieder an Rasen.jpg. Ja... Oh, die warum wollen die denn alle aussteigen? Weil hier wir gleich da sind. Ah. Nicht nach hinten gucken. War da was? Was, wo war was? Da. Also, da hat jemand einfach die Sitze sehr sauber geputzt. Oh, sehr schön sauber. Darf ich hier raus? Das ist gar nicht weiß, da fehlt gar keine Textur, Josh. Das ist hinten so weißes Plastik. Ja. Ja. Also Objektsichtbarkeit, okay. Wie weit muss ich die denn einstellen? Das und Zielwiederholrad. Die habe ich halt auf 60, weil ich 60 haben will, Mofi, aber... ich klau deine Witze nicht. Wir sind eine Person schon vergessen. Oh, fahr oder bleib stehen. Jung. Was ist denn der Scheiße? Alter, fährt der scheiße. Ja, war aber wirklich scheiße. Aber der fährt auch super. Meine ich natürlich, der fährt toll. Busspur. Nee, hä, doch. Das ja. war Fahrradspur. Hier ist Busspur. Ich habe bei mir 600 und Zielwiederholrate auf 30, weil ich 60 eh nie erreiche mit zwei Nachbarkacheln. Genau, ich habe ein bis zwei Nachbarkacheln. Das ist immer so ein, Pestalozzi-Schuh. Also, wenn man die runterdreht auf was realistisch zu erreichen ist, oder wie? Das habe ich jetzt da rausgelesen. Jetzt haben wir aktuell, also sagen wir, so ziemlich diese 60. Hallo. Also, nur mal gucken. Gut, aber es steht auch nicht viel rum. Müsste man echt, glaube ich, auf einen realistischen Wert. Meine Füße sind so warm. Ja, da wird geheizt, da unten. Lässt mich jemand von denen rein? Alter Latz! Warum sind die so warm? Frag's mich nicht. Ich weiß es nicht. Die sind sehr warm. Nächste Haltestelle, Reifenberg. Ach so, stimmt. Wir sind ja gar nicht zwei verschiedene Leute, sondern du tippst. Natürlich. Natürlich. Das sind immer diese Stimmen im Kopf, weißt du? In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Da war ich alle diese Stimmen im Kopf. So, ich bin zu spät. Wie siehst du dich so flüssig um? Normalerweise muss man sich mit der Maus umgucken. Ich hab da Tasten belegt, nach rechts gucken, nach links gucken. Geht mit den Pfeiltasten auf der Tastatur. Ja. Bismarck-Zentrum. Und wir haben es geschafft, wir haben uns nicht verfahren. Fahr. Fahrverstimmungsleuchte. Und ja. Diese Biene. Was hat die Biene damit zu tun? Du hast gesagt, und? Es gibt nichts zu sehen. Meins. Herzburg fast. Wir haben gestern einen Nemo gesehen. Wir haben gestern, und ein Marlin, und eine Amemomome. Und eine Dori. Und ein Dori. Ja. Okay. Ja, gut, wir machen dann mal, ne? Guck mal dann. Wir machen mal Fahrplanwechsel. Ne? Nee, wir machen mal. Hier, guck mal, jetzt habe ich möchte das selbst gerne... Selbst jetzt siehst du gleich einen Raupi. Ich würde gerne, dass das auch noch im Stream immer drin ist, weil das ist ich immer würde, schade. Ich meine, in der Aufzeit. Nein, ich will, dass das im Stream drin ist. Das ist ich hätte gerne nicht. Ich nein, das muss in den Stream, in die Aufzeichnung rein. Das ist ganz wichtig. Ja, ja gut, ich kann da schon mal nochmal starten für nächste Runde. Das ist jetzt ja kein Beinbruch. Wir tauschen mal ganz kurz, machen mal ganz kurz das Bäuschen, Streampause. Komm, mach mal, oder würde ich sagen, kann man so lassen, die Pause. Finde ich völlig legitim, oder?
Ja. Ich mache übrigens immer Kommas, weil ich Doppelpunkt muss mit zwei Händen an die Tastatur. Das packt meistens nicht so. Wäre 17 Uhr bis 05. Ja, boah, da gönnt er sich ja richtig. Hä, das sind jetzt 6 Minuten. Da gönnt er sich, ansonsten hätten sie immer so 5 Minuten höchstens. Ja, das sind 6 Minuten. Ja. Schauen wir, bis jetzt aufgestanden sind. Dann sehen wir uns gleich, wir nehmen mal ein bisschen Musik an. Ja. Und genau, bis gleich. Bis ne? dann. Tschüssi. Tschüss.